Hallo, willkommen zurück bei Batman Arkham Origins. Eiskaltes Herz. Da ist unser Ziel, da müssen wir hin. Ja, was? Kann ich nicht markieren. Keine Ahnung wieso. Okay, da sind wir einmal gestorben. Hoppla. Holt den Champagner, Jungs. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Was hat denn der da im Champagner drin gehabt? Rote Punkte? Wie die letzten Trottel. Das gibt's ja nicht. Holt den Champagner, Jungs! Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr! Das glaube ich weniger, mein Freund. Du nervst.
Kommt er oder kommt er nicht? Der Schnee ist aber hoch, ey. Ist aber nicht wahr, oder? Hab dich. Arschgeige. Ach komm, das gibt's da nicht. Holt den Champagner, Jungs! Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr! Schon das dritte Mal gestorben. Toll. Das wird halt jetzt eine Sterbefolge, so wie es ausschaut. Na komm. Wenigstens sind wir nie weit weg. Nee, das nicht unbedingt. Trotzdem ist es ein wenig nervig. Hört zu, verteilt euch und findet den Bastard. Verstanden? Irgendwie cool, das Teil. Das Fledermaus für mein Gedenken gehört, hat er getan. Was zum... Pinguins Waffenhändler finden, um an Freeze heranzukommen. Wenn ich die Gegend scanne, finde ich vielleicht heraus, wo er hingegangen ist.
Ja, mach doch. Sobald Alfred den XE-Anzug vorbereitet hat, kann ich zurückkehren und diese Person befreien. Was auch immer diese Substanz ist, sie bringt seinen Kreislauf zum Erliegen und versetzt ihn in Kryostase. Ohne die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs kann ich ihn nicht gefahrlos aus dem Eis befreien. Mhm. Der Polizist stieß zufällig auf Pinguins Leute. Er war auf ihre Technologie nicht vorbereitet, aber die Kryokanone hatte einen Leck. Hm? Das müssen wir jetzt scannen, oder was? Wenn ich mich beeile, führt mich diese Spur zu Pinguins Waffenhändler. Er kann mir sagen, woher diese Waffe kommt. Alfred, Pinguins Männer setzen kryogenische Waffen ein, um Unschuldige in Eis einzufrieren. Ich werde die Thermalhandschuhe des XE-Anzugs brauchen, um sie zu befreien. Ich mache mich sofort an die Arbeit, Sir. Irgendeine Vorstellung, wo diese Waffen herkommen könnten? Das weiß ich, sobald ich den Waffenhändler des Pinguins erwische. Na komm, gib Gas jetzt. Quatsch, ey, wenn man nicht viel Zeit hat. Wo bin ich? Ich habe niemanden gesehen. Ich helfe dieser Person, sobald ich meine Thermalhandschuhe habe. Okay, hier muss der irgendwo sein, der Typ. Da ist er doch. Keine Frage. Hör einfach sein. Heute Nacht ist ja mein Hauptbekloppter unterwegs. Hey, ich bin hier drüben. Mich schlägst du nicht. Da drüben bewegt sich was. Also nein! Alter, es nervt. Also es gibt's doch nicht. Ich drück blocken und es passiert nichts. Lecco mio, Arsch Blanco. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Nein, wird's nicht, Pinguin, glaub mal. Verhöre den Händler des Pinguins, ja, ist mir schon klar. Was ist dein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Ich sag dir was, wenn du erstmal was. Funktioniert sie?
Waffe gefällig! Schön langsam. Ja Leute, das wird auch eine absolute Fail-Runde, ey. Jetzt merkt ihr ja jetzt schon. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Wie oft willst du das jetzt noch sagen, lieber Pinguin? Willst du mich zur Weißglut treiben? Soll ich hier ins Bettpad, in mein Gamepad beißen oder was? Los. Arschloch. Sorry, ey. Ich bin gerade ein klein wenig angepisst. Ich weiß auch nicht, warum ich hier gerade so übelst fail, ey. Einfach zu. Also geht doch. So, mein Freund. Wo ist Freeze? Glaubst du, ich weiß das? Hast du vor, Silvester in Gips zu feiern? Okay, okay. Er hat einen Deal mit dem Pinguin. Waffen im Austausch gegen irgendeinen Typen. Ferris Boyle müsste noch im Gothcorp-Gebäude sein. Du lügst. Gothcorp entwickelt keine Waffen. Was? Nein, ich... Gothcorp! Wirklich! Ich hab die Zugangscodes. Her damit. Gut, also nach Gothcorp. Das ergibt keinen Sinn. Seit wann entwickelt Gothcorp Waffen? Es muss mehr dahinter stecken. Ja, ich denke... Zentrale. Ja, das sollten wir. Ja, definitiv. Keinen Kontakt zu Einheiten auf der Brücke. So, finito, Arschloch. Wollte mich gerade mit dem Baseballschläger hauen, ich glaube, ich spinne, ey. Das ist ein netter Code. Eiszeit. Klar, Boss. Was habt ihr mit mir vor? Mit dir? Solange dein Freund weiterhin mit uns kooperiert, werden wir keine drastischen Maßnahmen ergreifen müssen.
später Rente. Warte, gib mir nur eine Sekunde. Und gute Nacht. Ja, das waren ja nicht gerade viele. Die Typen waren bewaffnet. Wie hast du das gemacht? Wo bringen sie Ferris hin? Mr. Boyle? Sie waren auf dem Weg Richtung Treibstoffforschung. Die ganze Anlage wimmelt von den Typen. Haben Sie die Codes zu dieser Sicherheitstür? Nein, ich habe keine Freigabe. Mein Chef aber schon. Sie haben ihn ins Biolabor gebracht. Durch die Lobby. Ich stelle sicher, dass die Ihrem Chef nichts antun. Bringen Sie sich in Sicherheit. Okay. Das heißt, wir müssen nach unten. Da haben wir nämlich keinen Zugang mehr. Ja, wir brauchen erst den Code. Okay. Es geht in der nächsten Folge dann weiter, weil wir sind schon bei 22 Minuten. Bis dann, euer Blacky.